Hallo Leute, wir heißen euch willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Dani Roep. Yay, jetzt geht's, es geht weiter. Okay. Tja, wir sind in Welt 7 angekommen. Im letzten Part haben wir endlich Welt 6 geschafft. Und wir haben auch im letzten Part gesehen, dass Dani Roep schon wieder Game Over gegangen ist. Ja, da passiert. Und jetzt nochmal hier zu der einen Sache, die ich mal in einem Part angesprochen habe, dass man den P-Flügel in äußersten Notfällen einsetzen sollte. Das sollte man sogar in diesem Schloss machen. In dieser Festung hier. Deswegen mache ich das jetzt mal. Weil wie man hier sehen kann, das hier ist hier alles voller Blöcke, nicht wahr? So. Denn man kriegt nämlich auf mysteriöse Weise hier kein Waschbärblatt her. Ich weiß nicht wieso. Ich kann ja mal gucken, vielleicht finde ich da ja irgendwas Brauchbares. Weil hier kann man zum Beispiel nämlich nicht hier durchgehen. Und auch das weiß ich nicht wieso. Weil hier ist nämlich nur eine Blume drin. Und da man auch hier in diesem Level nur 200 Sekunden hat, sollte man irgendwie gar keine Gegner. Genau, weil es gibt hier auch, wie dann der ULP schon gesagt hat, keine Gegner. Deswegen sollte man auch hier einen P-Flügel haben, damit man hier reinkommen kann. Weil so kommt man nämlich dann zu Bum Bum. Wenn man den nicht schafft, dann hat man ein Problem. Und wäre so. Naja, ist ja egal. Und zack. Dann hätte ich ja die Level auch noch machen können. Ich habe schon auch irgendwie so ein P-Flügel. Ja, genau. Aber ich wollte das jetzt hier mal so auf meine Weise hier mal zeigen, dass dieses Level so ist. Und guck mal da. Ah. Was ist denn da Schönes? Und schon wieder kann der Daniel ein Memory-Spiel machen. Oh. Ich darf das nie, ey. Weil ich muss hier die ganze Arbeit erledigen, nur damit der hier das Vergnügen hat. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde das geil. Ich finde das gar nicht geil. Und direkt da war das. So, wenn ich jetzt wüsste, wo nochmal der Rest alles war. 20. Verdammt. Was ist dann hier? Verdammt. Na, sehr gut. Boah, hier oder da? Ich glaube da, ne? Ich weiß es nicht mehr. Also, Glück gehabt. Oh, ne. Oh, ne. Ah. So, du könntest jetzt noch das Level da machen. Das links. Jetzt gleich, wenn du das hier gemacht hast. Und du machst dir die ganzen Bonusspiele hier. Natürlich. Bekommt zwar keine Leben, aber okay. Du hast schon mal sehr oft in dem Spiel Leben bekommen. Na, wo muss ich hin? Links. Das Level kannst du machen. Hi, na. Ah, geh weg da. Oh Mann. Oh, was? Nom. Nom. Einfach schneller. Nom. Lecker, 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 lecker. Die mögen grüne Klempner. Ma. Was? Ja, meine Hand getroffen. Aha. Nur ins Krankenhaus. Nee, dafür rufe ich keinen Krankenwagen. Ich weiß, ich bin ein schlechter Bruder, weil ich dich nie ins Krankenhaus stecke. Die kosten mich Geld. Und ich habe doch nur 15 Dollar. Ja, das ist ein Bild. Da kommen die Viecher aus und gleichzeitig so eine Pflanze. Ja, ne? Nee, da bin ich gestorben. Und ich hab's geschafft. Krieg ich wenigstens den P-Flügel zurück. Ach so. So. Jetzt können wir ganz normal weitermachen. Welt 6, Stage 6. Ich würde mal vorschlagen, wir machen dieses Mal auch einen etwas kürzeren Part, damit wir auf, ja, 10 Parts kommen. Ob wir schon... Oh Gott, geht weg. Die kriegen mich ja nie im Leben. Wirklich nicht? Das wäre jetzt so genial gewesen, wenn du jetzt gestorben wärst. Achso, ja, ich kann da lang.
Andere Richtung. Also wohl. Ja. Wieso ein Kack? Nein, nicht da. Wieso ein Kack? Wieso ein Kack? Wieso ein Kack? Oh, hier, das sind Stachels. Stachels sind da. Ja, das sind Stachels, die stacheln nicht an. Hey. Die tun mich anstacheln. Ma, gib mir doch mal ein paar ab. Niemals. Ich hab die Stacheln bestochen. Ah, oh Gott. Ich habe die Stacheln bestochen. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn der mich getötet hätte. Das wäre echt geil gewesen. Lass mich doch noch weiter nach unten. So. Hi, du willst mich noch umbringen, ich sehe das schon. Also, komm runter, ich will dich töten. Was? Okay, hab ich auch so geschafft. Oder auch nicht. Ma, was zum... Ich verstehe es. Ich verstehe, was der Trick dahinter ist. Oh, ich geh mal hier rein. Ich weiß, was der Trick dahinter ist. Du stehst ein bisschen unter Zeitdruck, kann das sein? Ja, wird schon. Wird schon. Warum? Mah, wow. Verkackte Viech. Was musst du denn da machen? Ich kann's dir zeigen. Na, mach mal. Das ist mir am Anfang auch nicht wirklich aufgefallen, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, ist das relativ simpel. Pass auf. Warte, okay. Okay, wir geben mal darauf keinen Kommentar. Ja, geh einfach weiter, lass die mal da allein. Ja, wir lassen sie mal gemütlich ihren Spaß haben. Immer noch. Ich weiß es ja auch, was das Geheimnis dahinter ist. Pass mal auf. Ah, durch die Röhre. Genau. Okay. So nämlich. Weil ich habe das nämlich normalerweise immer mit einem Waschbärblatt gemacht. Marsch, komm her. Das habe ich noch gewusst. Das wusste ich noch. Und ich stehe gar nicht unter Zeitdruck, ey. Ich finde das klasse. Oh, fuck. Wenn du meinen Farblevel. Aber links oder rechts? Das ist völlig egal, wo man lang geht. Alle Wege führen nach Rom und ich gehe nach Haus. So, das war's schon. Na, ja gut. Was? Okay. Wieso schon wieder Blume? Das ist nicht fair. Bloß auch eins bekommen. So, dann wieder zu Luigi's Wacky World. So, was kommt jetzt für ein Horror für mich? Der hier, das ist der letzte Rest. Okay. Oh Gott, das ist ein Speedrun-Level. Geil. Das ist nämlich der sogenannte Mancha-Run. Sorg jetzt dafür, dass du nicht deinen Stern verlierst. Ungefähr so, ne? Ja. Du bist tot. Schaffst du nicht mehr. Warum? Zum Teufel. Das sollte... Weil hätte ich mal keinen Pilz genommen, verdammt. Genau das meinte ich. Oh, leck mich. Wieso bin ich denn jetzt schuld? Hab ich doch nicht gesagt.
Aber du wolltest es sagen. Nein. Ach, lüg doch nicht. Willst du mal einmal wieder ein Item? Ich glaube, passiert sowas. Okay, komm mal. Ah, ich muss aber sagen, der Mannschauer hat mich auch teilweise echt gefrustet. Ich kann nicht das rutschen, ich kann das irgendwie nicht mit dem Controller. Das liegt am Controller, ja. Ja. Verdammt! Das ist echt eine blöde Stelle, ist das. Da muss man sich auch echt beeilen. Oh, ich bin gleich wieder tot, geil. Boah. Dann wird vielleicht noch erleben, dass den Hero noch zum dritten Mal jetzt schon Game Over geht. Ich meine, ich lege hier übelst krassen Skill vor. Okay, gerade beim Mannschauern hat man das nicht gesehen. Nicht da lang. Komm, jetzt Beeilung. Hä? Das war's. Ah. Ey, dann muss ich gleich wieder den ganzen Weg da zurück. Vor allen Dingen müssen wir dann auch noch ein paar Level machen. Müssen nicht. Doch. Dann hat er ja noch länger. Komm, schaff das einfach jetzt. Ich gebe mein Bestes. Das heißt, ich bin auch nicht perfekt. Nein! Ich glaube, man kann es auch schon vergessen. Wenn er nach links geht, dann. Obwohl, das war jetzt gut. Hey. Ah, verdammt! Das waren schon zwei sehr coole Sprünge gewesen, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Hm, ein Leben. Oh Mann. Wir haben heute echt kein Glück. So. Jetzt ganz vorsichtig. So. Boah, das war knapp. Jetzt schnell. Oh Mann. Ah. Boah, wunderbar, du hast den Mann schon angeschafft. Ah. Leck mich. Trotzdem Stern. Yeah. Ich brauche 5 Punkte. Und verdammt, Level up. Also 2-3 Level noch. Und ich darf nicht Game Over gehen. Das wäre ja wirklich fatal, ey. Ja, da kommst du nicht hoch. Ja, ich weiß, da komm ich nicht rein. Ja, da komm ich nicht rein. Fuck! Da habe ich ein paar Leben. Ja, da habe ich mir haben jetzt gerade echt die Worte gefehlt. Vor allen Dingen, da warten nämlich noch 2 Level, eine Burg und ein Mannschaft auf uns. Okay. Nicht schlecht. Somit kannst du dich wenigstens mal ein bisschen aus der Misere retten. Was haben wir ja noch hier? Ist ja eigentlich noch genug. Nein. Benutzen P-Flügel? Ja, ob mir das hilft, keine Ahnung. Ja, dann kannst du die ganze Zeit fliegen. Din, 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 din. Oh, so lame, ey. Guck mal da. Ich glaub, da findest du sogar. Oh, Leben, gut. Ja, hast ein Leben gekriegt. Guck mal hier schön, Level an. Ja. Da, 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 da. Oh, die ist schön, ne, wenn man sie nicht machen muss. Ja, das stimmt. Hey, ich habe meinen P-Flügel wenigstens auf eine faire Weise genutzt. Ich auch. Du nicht. Guck mal, da sind Rohre, da ist eine Pflanze. Da sind Wolken, da ist auch eine Pflanze. Das ist ein sehr schöner Level.
Boah, das war schwer. Das war ja sowas von schwer. Ich hoffe, dass du jetzt keinen Stern kriegst. Oh doch. Verdammt. Sehr gut. Naja, gut, okay. Hast du ja geschafft. Muss ich auch mal benutzen, die Dinger. Ja. Ich fand aber eine schöne Level. War sehr gut gestaltet. War sehr gut gestaltet, weil du nichts gemacht hast. Ich hab noch einen. Oh gut, noch so ein Hammerbruder. Hammerbruder-Anzug. Ich glaube sogar, dass es das letzte Toadhaus war in dem Spiel. Okay, wie? Was soll ich denn dann machen jetzt mal, während du die Level machst? Ja, versuchen nicht zu sterben halt. Ja. Das kann ich. Aber es gibt noch ein paar Level, wo man noch ein paar Gegenstände bekommen kann. Aber jetzt muss ich erstmal hier nochmal versuchen, durch das Labyrinth zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Minuten wir haben. Wie viele haben wir noch? Wir haben noch 15 Minuten. 15 Minuten? Ja, trotzdem, wir wollen ja, dass es maximal 10 Parts sind. Dann müssen wir noch 3 Parts haben. Den hier plus 2 andere. Und ja. Wir mal schaffen. Oder wir machen einfach Part 10, machen wir dann noch Mario Bros. Kampf. Ja. Machen wir noch dazu. Ja. Das wäre eine gute Idee, ja. Dann kommst du ja nicht daran. Gar nicht, ich brauche es auch nicht. Ganz schön verzwickt hier. Ja, und ich merke gerade, dass ich falsch bin. Ja, der Ausgang ist meistens rechts. Ich weiß. Dafür weiß ich auch. Ja. Und da ist der Ausgang. Ja. Genau. Okay, dann muss ich jetzt, glaube ich, die Burg machen, ne? Genau, dann musst du jetzt die Burg machen. Ich habe ja auch noch mein Dings. Ja, du hast immer noch deine Tanuki. Oh, aber nicht Full Power. Ne, du hast keine Full Power. Wirkt nur für ein Level. Ja. War dann weg. Ah. Da ich dieses Level auch so unfassbar schwer finde. Ja, haltet mich jetzt für lame und für noob, aber ich mach's trotzdem. Gehen wir mal da nach oben. Wo bei dem Ding wird dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Weil es kein Himmel, sondern eine Decke gibt. Also gut, dass wir uns fürs Ende so aufgespart haben. Ja. So, weil das war nämlich auch so eine schwierige. Oh Gott, weil wir sind nämlich noch nicht mal am Ende. Boah, das war also gut. Hallo, Bum Bum. Na schön. Fehlt noch ein Luftschiff und hier dieser eine Level. Genau, no, jetzt kommt noch ein Mancha-Level und dann auf das Luftschiff. Wofür hat diese Röhren wieder zurück, ne? Ja. Warte, ich wollte das noch ein Item einsetzen. Ma! Nom! Wie die Pflanze einfach so nach unten guckt. So. So. Hm? Der Fokus ist. Ja, what the fuck is this bullshit? Wobei ich sagen muss, das Item, was man hier bekommt, das ist sowas von lame. Ein Pilz. Bist du ein Hellseher? Ja, das stimmt sogar. Oh, okay, sehr gut. Ich weiß, das Level ist eigentlich gar nicht so schwer, aber trotzdem so ein lames Item dafür zu bekommen, also bitte.
Was nehmen wir denn? Ich hab keine Ahnung. Also wenn ich mal auf mich zukommt, aber was soll's. Oh mein Gott, eine Piranha-Pflanze. Oh mein Gott, ich dreh wieder durch! Ich dreh wieder durch! Oh, oh mein Gott! Ah, ah. Oh mein Gott! Ich bin überall gleichzeitig. Mein Gott. Ich glaube, wie er das macht. Okay. So, was haben wir hier? Oh nee. Das ist sogar das, meiner Meinung nach, das schwierigste aller Luftschiffe. Ah, mein Schwanz. Ah, den hab ich auch noch, stimmt. Einfach über alles rumspringen. Ja. Das kann ich. Das ist doch kein Problem. Ah, bis jetzt läuft noch. Fragt sich, wie lange noch. Boah. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Boah, ich kann das nicht. Na, so geht's doch. Er war wahrscheinlich ein Power-Up, aber egal. Ja. Oh, nee. Oh, ja. Ja, weil es fehlt ja nur noch ein Cooperling. Ludwig, oder? Ja. Und lass mich dir eins sagen, in dem Spiel ist er auch noch ein Schwergewicht, genauso wie Roy. Roy ist ja generell ein Schwergewicht, aber eigentlich müsste Morton ja das zweite Schwergewicht sein. Ich würde sagen, ich bin gleich am Ende. Ja, wird langsam Zeit, dass du zum Ende kommst, weil jetzt wird es langsam ein bisschen brenzlig. Nein! Wann zum Teufel? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! No, no, no! Jetzt muss er ihn aber in 2 Versuchen schaffen. Wie viele Minuten haben wir noch? Zeit haben wir noch genug, 8 Minuten, aber hat keinen Bock, Game Over zu gehen. Ich gebe mein Bestes. Ich kann leicht Game Over gehen in der 8. Welt. Ja. Bei der 8. Welt gibt es auch nicht wirklich viel zu tun. Okay. Ah, Hilfe, mein Schwanz. Oh, mein Schwanz. Hier ist ein Frikassee. Das ist mein Schwanz-Frikassee. Ah! Jemand meine Haare gelöscht. Diesen einen Sprung, der war wahrscheinlich wieder direkt vom Ziel. Nein. Kann sein. Ich weiß das doch, ey. Du drehst aber den Kopf um. Genau, ich kann es mit dem Kopf umdrehen und da ist eine Feuerblume drin, aber die will ich nicht. Ich will keine verdammte Feuerblume haben, ich will bei meinem Waschbärschwanz bleiben. Was machst du? Ich bin so einsam und allein auf diesem Luftschiff. Nein, eigentlich nicht. Ich bin auch irgendwo da, ich hänge irgendwo so runter. Aha. You love when your airship killed my brother. Oh, Mamma mia. So. Bin ich nochmal abgestürzt irgendwo da drauf? Ich glaube, da bist du abgestürzt. Und ja, ich glaube, da ist sogar gleich. Kommt gleich die Röhre. Oh Mann. So. Komm, jetzt hängt alles wieder von mir ab. Wieder mal. Ja. Ach, dann schaffst du schon. Ja, komm, bring es hinter uns. Ludwig, komm, jetzt gibt's auf die Fräse. Wo ist der Dickmann? Ja klar ist der Dickmann. Boah. Wow. Oh fuck. Vorsicht! Das war knapp. Ja. Yay! Sehr schön. Oh, das war jetzt echt Nervenkitzel pur. So, oh, wie sieht er jetzt aus? Wie Wikinger. Ah, ich bin Wikinger. Ich heiße Gustav. Oder Olaf. Der heißt ohne. Ne, was? Der heißt Günther. What? Ja, das ist richtig. Der heißt Günther. Das ist richtig. Günther. Günther.
Yo, I kidnapped the princess while you were running around. She's here in my castle. If you dare to try and rescue her, ha 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 ha, King of the Koopa. Oh, was für eine Wendung! Oh mein Gott. Welt 8. Jetzt ist auch gar nicht viel. Hier ist gar nicht viel. Auf den ersten Blick. Okay, hier ist ein Panzer und ein Schiff. Kein Luftschiff, ein normales Schiff. Ich würde mal sagen, wir machen noch das Panzerlevel. Danach setzen wir einen Schnitt. Meine Güte. Weil hier ist nämlich alles schön schwarz auf den. Weil es ja auch Dunkelland ist. Aber muss es hier wirklich so dunkel sein? Na gut, okay, ich meine, die Bob-Oms versuchen wenigstens ein bisschen Licht zu bringen. Und auch dieses Feuer hier. Wow, das war jetzt knapp. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Wow. Pass auf, so viel. Ah, pass auf. Ja. Ah, pass auf, ja, pass auf. So viel Dreck hat da rumfliegt. Ah. Pass auf, da ist ein Schraubenschlüssel. Pass auf, da ist ein Panzer. Pass auf, da ist eine Kugel. Halt's Maul! Weißt du, wie weh tut, wenn du einen Schraubenzieher gegen die Birne bekommst? Das tut verflucht weh. Hast du das schon mal erlebt? Nö. Nee, warum sagst du mir das überhaupt? Ich sag nur, das tut weh wahrscheinlich. Natürlich tut das weh. Hey. Genauso wie wenn du eine Kanonenkugel in die Fresse bekommst. Das ist genauso schlimm. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Ach, Gott. Meine Fresse, ey. Boah, das Spiel kann gar nicht mithalten. Das Spiel kann gar nicht mithalten durch meine pure Awesomeness. Ja, da könnt ihr mal sehen. Ja, wie viele Panzer kommen denn da noch? Ja, ganz viel. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Diese großen Kanonen, die schießen ja auch Kanonenkugeln, aber richtig schnelle Kanonenkugeln, ey. Das ist unfassbar. So, ich muss jetzt mal eben gucken, ob da noch etwas ist. Da ist nichts mehr. Gut, dann machen wir das mal. Jetzt wirklich mein Bumerang, Bruder. Na gut. Du hast den Admiral erledigt. Sehr schön. Ich habe den Admiral Bumerang, Bruder, erledigt. Na gut, Leute. So, das war's für diesen Part. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Daniel P. Und wir hoffen, dass wir euch im nächsten Part wiedersehen können. Also bis dahin. Ciao. Bye bye.